Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Challenge-Projekt auf dem Zweisternhof mit dem Tiger Farm. Hallo. Dem Mikado Plays XD. Servus. Und dem Leon. Hallo. So, dann arbeiten wir weiter. Jo. Ich denke, wir verziehen uns mal wieder nach unten. Bin dabei. Ich habe jetzt ja eh nur noch einen Ball und dann wäre ich frei. Apropos. Da komme ich gleich nochmal zu euch. Ja, sie können auch oben bleiben, ich gehe schon mal runter. Ja, okay, dann machen wir es so. So, wir haben letztes Mal uns dieses Feld hier gekauft. Und es sind jetzt mächtig dabei, hier Bäume zu fällen. Das müsste uns einen super guten Ertrag geben, wobei uns halt die Parzelle hier auch 260.000, glaube ich, gekostet hat. Klopp. Ja. Gut. Aber es wird sich am Ende mit Sicherheit auszahlen. Was denn? Was ich hier vorhab. Ah, okay. Wenn das mit dem, wenn das hier immer so funktionieren würde, wie ich das hier. Ach. Ist aber auch doof, ne? Manchmal ja. Was ich auch irgendwie ein bisschen doof finde in dem LS19 ist halt, dass man komplett das ganze Land kaufen muss, damit man dieses Feld hat. Ach so, ja, finde ich aber gar nicht mal so schlecht. Ja, weil, guck mal, früher, da hat man dann, keine Ahnung, 100.000 bezahlt für dieses alleinstehende Feld, was da ist. Ja. Und jetzt, heute muss man dann, keine Ahnung, 150.000 oder so bezahlen, weil man halt außenrum das dann auch noch... Ach so. Das meine ich halt. Ja. Das finde ich halt so ein bisschen problematisch. Aber man hat ja dafür auch eben noch das Gras trotzdem außenrum. Ja, aber trotzdem. Nee, bei mir leckt es irgendwie, keine Ahnung. Ich habe gar nichts im Hintergrund, ne? Warte mal. Ich habe 20 bis 30 MS. Ich habe eigentlich auch ein 40er MS, aber irgendwie. Helfer B wird von einem. Ey! Yo! Das. Diese Helfer, die faszinieren mich wieder bis aufs Neue. Da steht, dass der blockiert wird. Nee, er wird nicht blockiert. Er ist voll in meinen Traktor reingefahren. Ich gehe mal gerade zum LU. Moment. Ja, ja. Ich wieder da. Klopf. Ja. Auftragsänderung. Was kriegen Sie denn jetzt noch für die restlichen Bäume? Das ist ja jetzt nicht viel, ich würde vielleicht 50 oder 100 nehmen. Ja, 50 geht leider nicht, die Bank rundet ja auf. Dann Auftragsänderung bitte. Ja. Feld 1 mit meinem Drescher abnehmen. Okay. Dann lasse ich eben meinen Traktor hier stehen. Könnten Sie die Säge hier lassen und dann also abernten und die Gerste bitte ins... Nee, Moment, bleiben Sie hier. Entasten Sie hier nochmal ein bisschen. Ich sag Ihnen dann, wenn Sie... die Auftragsänderung kommt, fahren Sie bitte hoch an mein Feld, tanken dort den Drescher ab und lagern das ins Silo ein. Okay. Okay. Steht der Traktor mit dem Anhänger dann auf dem Feld? Den Anhänger... können Sie anhängen, der steht bei mir auf dem Feld, aber Ihren Traktor müssen Sie benutzen. Okay. Rechnen Sie einfach pauschal ab mit komplett mit Ihren Geräten, ist kein Problem. Jo. Okay. Ja. Das ist machbar. Nö. Okay, gut, vielen Dank. Wie lange noch? Wie bitte? Wie lange noch?
Wie lange was? Wie lange wir noch aufnehmen? Die Folge meine ich. 13 Minuten. Okay. Gut, bis später, danke. Jo. So. Gut. Sind Sie wieder? Ja, es hat ein bisschen gedauert, weil die Logistik, die braucht halt ein bisschen. Mhm. Nein. Ah, das LU macht gerade. Es war jetzt aber ein bisschen ungeschickt vom LU. Hängt mir hier einfach Bäume an die. Hängt mir hier einfach Bäume an und dann geht's nicht mehr. Tja, die Helfer arbeiten zwar für dich, aber das Lohnunternehmen arbeitet für mich. Möchten Sie damit sagen, dass Sie hier das Lohnunternehmen bestochen haben? Nee, eigentlich nicht. Sonst müsste ich hier mal ganz klar ein Veto einlegen. Ich habe ja gar nichts zum Bestechen. Nur Schokolade. Oder Pizza. Das reicht für manche. Ach, das stimmt. Da haben Sie wohl recht. So, das muss noch ab und dann kommt die Garage dran. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Gemietete Fahrzeuge. So. Da. Ja, bevor das LU hier bei mir jetzt rumsteht, soll es lieber den anderen Auftrag ausführen. Was zu tun hier. Oh, Kacke. Haben die das jetzt irgendwie erneuert, dass man nicht mehr angezeigt kriegt, dass der Helfer einen vollen Korntank hat? Also das ist hier schon ein bisschen blöd hier. Hat mir einfach nicht angezeigt, dass hier der Helfer einen vollen Korntank hat. Tja. So, in der Zeit wurde das erklärt. Ich kann mich gerne gucken. So, gucken wir mal hier. So. Haben Sie eigentlich Ihre Silage schon verkauft? Die wollten Sie doch schon längst mal loswerden, oder? Welche Silage? Ich dachte, Sie hatten noch in Ihrem Fahrsilo Silage. Ich hatte mal. Das habe ich schon längst verkauft. Ach, schon verkauft? Wissen Sie, was ich gerade entdeckt habe? Nein. Auf meinem Hof kann ich doch die Schafweide platzieren. Na, das ist ja super. Ah, das ist ja perfekt. Ich könnte sogar wahrscheinlich noch die Kuhweide da platzieren. Oh, das ist ja perfekt. Da mache ich das gleich mal direkt. Das freut mich ja. Vielleicht geht das wirklich nur, wenn da nichts drauf gewachsen ist, weil wo ich das im Singleplayer geguckt habe, da ging das auch nicht. Okay. Ja, manchmal ist es ein bisschen buggy, wenn es darum geht, dass man irgendwas platzieren möchte. Ich weiß auch nicht, wonach sich das richtet. Case muss Schwerstarbeit leisten. Ist das so? Ja, etwas. Jo, was machen Sie denn hier? Ich dachte, das heißt Challenge-Projekt und nicht Zerstör-Projekt. Ja, wir zerstören hier ja nichts. Wir forsten. Na doch, sie zerstören den Wald. Wir forsten den Wald mal auf. Hört den lieben Tierbewohner, den lieben Waldbewohnern. Die zerstören ihren Lebensraum. Nee, sie müssen es anders nicht sehen. Die alten Bäume müssen mal ein bisschen Platz machen für die Jüngeren. Die alten Bäume, da haben sich die Eichhörnchen gerne drin vergraben. Und jetzt auf einmal schlachten sie die einfach ab. Machen daraus Lasagne. Ne, warte mal, da kommen ja die. Oh,
Da verwechseln sie was mit den Pferden. Haben Sie noch nichts von der neuen Eichhörnchen-Lasagne gehört? Nee. Die ist ganz neu rausgekommen. Hab ich kreiert. Ach so, das heißt, Sie sind da ziemlich parteiisch. Das wär schon irgendwie lustig, wenn da so ein Typ sich aufregen würde, dass Leute irgendwie Lasagne aus irgendwas machen, aber er hat selber erfunden. Das wäre schon irgendwie ein bisschen seltsam, oder? Ja. So, konfigurieren. Sie kaufen auch wieder neues Equipment. Nö. Was konfigurieren Sie denn dann? Mein Traktor. Ah. Ich muss da hier auch mal langsamer düngen, oder? Ach so, ja. Okay. Das dürfen Sie machen. Ach, das darf ich. Das ist ja nett. Das ist auch. Ich dachte, ich erlaube Ihnen mal was. Das ist aber echt nett von. Meinen Sie das wirklich? Ach, also, so freundlich. Ich kann ja nicht immer nur gegen Sie sein, das ist so. Ach so, ja, verstehe ich. Wenn man immer gegen etwas ist, dann ist man ja nie für etwas. Also irgendwie finde ich das schon ein bisschen komisch mit dem MB-Track, wenn der so Fahrtrichtung wechselt anhat. Ja. Ist halt manchmal ist das aber schon ganz schön heftig. Naja, manchmal ist es schon ganz schön praktisch. Zum Beispiel ein Hecklader kann man ja da dran aufmachen. Ja. Ja. Und der kann halt übelst gut helfen bei Ballen aufladen oder so. Aber jetzt so, wie ich das jetzt gerade hier so mache, sieht das echt irgendwie komisch aus. Ganz ehrlich sagen. Das sieht schon irgendwie ein bisschen seltsam aus. Ich könnte mal eigentlich eine Säge verkaufen. Ich habe ja irgendwie zwei gekauft. Daruna, dir wurde das gesagt. Danke. Ich verkaufe mal gerade mal wieder eine Säge, weil irgendwie zwei Stück braucht man nicht. Kann man die überhaupt verkaufen? Ja, für 500. Hä, hey, bei mir wird das nämlich gar nicht angezeigt. Ich kann die gar nicht mehr verkaufen. Hast du überhaupt eine? Ja, ich habe eine, aber ich kann die nicht verkaufen. Wo wird das denn angezeigt? Bei Kauf und Gerät. Ganz normal. Ja, also mir wird da nichts angezeigt, wirklich. Komisch. Auch gerne für 500 verkaufen. Zu 500. Die haben hätten mein Leben verändert. Das ist so traurig. So. Was gibt's denn für Stroh? Geld. 100, oder? Na, weiß ich gar nicht. Ich muss immer so. Dann geht's los hier. Also, ich würde sagen, wir werden in dieser Woche ziemlich viel Geld machen. Meinen Sie das? Nee. Sind Sie sich da auch ganz sicher? Also ziemlich. 100%? Ja. Im Moment gerade nicht mehr. Aber das hat eben mit meinen Fahrkünsten zu tun. Mit dem kann ich verstehen. So, warte mal, das muss ich jetzt mal kurz austesten. So. Aber nee, ich bin mir wirklich ziemlich sicher, dass den Plan, den wir uns da geschmiedet haben, dass der aufgehen wird. Meinen Sie das?
Da bin ich mir sogar 1000% sicher. 1000%? Meinen Sie nicht, das ist ein bisschen viel? Ja, aber entweder man ist sich sicher oder nicht. Oh, die nächsten 22.000. 2000. Ja, fehlen noch ein paar Nullen. Eine zumindest. Ach, 200. Ah. Es fehlen. Manche sind zu viel. Ach so, 20. Ach, tut mir leid. So. Tut mir leid, dass ich mich da so getan habe. Aus Versehen getan, ja. Ja, ganz aus Versehen hier. Hier, also sag mal, der Helfer, der wird immer schlauer, ne? Ganz im Ernst. Ist doch gut, wenn der schlau wird. Das war ja wohl nicht gemeint, aber... Nee, ganz im Ernst jetzt mal. Hier steht, Helfer F wird von einem Objekt blockiert. Ich kann doch nichts dafür, wenn der volle Kanne gegen mich fährt. Ganz im Ernst. Also... Das ist die Kunst des Fahrens von den Helfern. Ja, die ist manchmal unergründlich. Noch einen Schluck trinken. Dann hat man wieder die verfügbare Power. Ein 7-Day jetzt hier nicht mehr. Oh, der klemmt fest. Das ist ja doof. So ist fein. So, eigentlich sollte ich ja die Straße hier mal sperren. Ich glaube, dann hätte Mikado ein Problem. Das wäre wohl wahr. Die die einzigste Zufahrtsstraße zum Hof sperren. Das wäre wohl nicht so gut. Würde ich jetzt mal so sagen. Gut, aber... Oh Gott! Oh. Aber, wir sind auch schon wieder so ziemlich wieder angelangt. Nee. Doch. Kannst du mir nicht sagen? Nee. Oh Gott! Kam er mir einfach entgegen und ich knall volle Kanne gegen ihn. Und dein Helfer schon wieder? Nee, das war diesmal Leon, gegen den ich gefahren bin. Aber wir besitzen. Okay. Ja, wieso arbeitet Dann würde ich sagen, gehen wir mal hoch. Ja. Arbeiten einstellen. Ja, ich mache ja sowieso nichts mehr, nur meine Helfer. Jo. Soll ich die dann kurz mal abstellen? Ja. Nee, ist egal. Kannst laufen lassen. Servus. Hallo. So, wir sind schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ja. Die Abrechnung bitte. Ja, einmal für Varuna 600 Euro. Ist aber günstig. Wollen Sie nicht mal die Preise anheben? Ich bin Hallo. Überlegen. Ja. Sagen Sie nicht. Okay, ist bezahlt. Danke. Danke. Ja, wie viel macht das denn bei mir? Oder sind Sie da schon fertig? Ich bin schon fertig. Ja, gut. Dann wie viel macht das denn bei mir? Das macht 200. Diesmal mit Anfahrtskosten oder ohne auch wieder? Ohne. Beim Sammeln ist immer ohne. Okay. Dann Geld, so. Dann danke. So, und auch dieses Mal wieder so wie sonst auch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und am besten alles. Wollt ihr schon einfach weitermachen. Und bis morgen. Ciao. Bis morgen. Tschüss. Ciao. Ciao.